Guten Morgen, Luki. Moin. Ich habe heute ein ganz cooles Zufallswort. Was sind Süßigkeiten? Boah. Ja, Süßigkeiten kriegen wir hier sehr, sehr oft. Finde ich echt geil. Geil, einfach geil! Das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das hat sich so eingebürgert, dass irgendwie die Mitglieder, wenn sie Lust haben, uns Sachen, die sie zum Beispiel nicht mehr brauchen oder so, vorbeibringen und dann so vorne am Tresen ausstellen und dann, ja, kommt es ziemlich schnell weg. Die Leonie hat gestern ein ganzes Blech Brownies mitgebracht und es war innerhalb von einer halben Stunde einfach weg. Also, ja. Süßigkeiten Fitness. Gehen auf jeden Fall sehr, sehr gut weg. Fitness Lifestyle on genau, point. Fitness Lifestyle. Nee, ich finde, also, wir machen halt den Sport hier und ich finde, man darf sich durchaus Süßigkeiten mal gönnen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin einer der Verfechter, dass man sehr flexibel an die Sache rangehen soll. Wenn man sich wirklich, also das ist auch wieder ein Unterschied, wenn man Trigger Foods hat, das heißt so Süßigkeiten, die halt einfach, wo man dann einfach nicht mehr aufhören kann, dann würde ich sagen, weg damit. Kauft es gar nicht erst ein oder ganz, ganz großen Bogen drum machen. Aber grundsätzlich, wenn man da eben kein Problem damit hat und dann so, also ich kann zum Beispiel halt einfach 3 Toffifees essen und dann höre ich auf. Lucky you. Ja. Da weiß ich zum Beispiel, das könntest du niemals machen. Wenn du 2 Packungen händigst, dann sind auch 2 Packungen weg. Ja, aber also das ist halt so in Maßen halt. Also das funktioniert schon. Außer ich bin jetzt in der Biking-Phase und dann kann ich mal, da kann man mal ruhig ein bisschen mehr gönnen. Aber wenn man halt so gerade in der Diät ist, komplett drauf zu verzichten, finde ich richtig schwierig. Also das geht für mich nicht, das habe ich ja immer so gehalten, dass ich in meinem Kaloriendefizit so gegessen habe, dass ich meine Kalorien mit, ich sage jetzt mal, nützlichen, füllenden Lebensmitteln vorgemacht habe und dann halt hinten raus nur, ich glaube, ich habe in meiner Diät 2014, habe ich jeden Abend eine kleine Schale Ben & Jerry's Eis gegessen. Keinen kompletten Pint, sondern nur eine kleine Schale. Ja, und das geht dann schon, aber man muss halt... Ja. Aber Süßigkeiten sind schon wichtig. Von den Süßigkeiten zurück zur Arbeit. Was steht denn heute dran? Vielleicht schaffen wir es heute, die Gewindestange hinzumachen. Ich bin mir ja nicht sicher, aber jetzt haben wir schon den zweiten Tag in Folge den geschafft. Ja. Sonst hätten wir ja nichts mehr im Vlog zum Erzählen. Ja. Ich weiß nicht einmal, ob es passt, das ist das Schlimme. Es könnte halt echt sein, dass die zu kurz ist oder ich, keine Ahnung. Wenn ich das so anschaue, dann ja, kann knapp werden. Und dann haben wir die Leiter da hinten rausgefieselt, da hochgestellt und dann gemerkt, das passt nicht. Dann wäre das wär einfach nur bitter. Naja. Das wäre ja das erste Mal. Immer noch besser als Piepsen von der Hebebühne. Das kann ich nicht Nein, hören. Da hätte ich lieber eine Hebebühne, also auf die Leiter zu steigen. Nein, ja. Ich bin mir nicht sicher. Diese scheiß Gepiepse, Mann, da habe ich immer noch Albträume von. Piep, piep, piep. Ach Gott. Dachte ich auch, als ich in New York im Urlaub war. Oh ja. Aber das war kein Traum, das war wirklich lieber im Hotelzimmer. 3 Hebebühnen. Nein. 6 in der Früh. Naja, aber ansonsten haben wir jetzt dann Meeting. Meeting, genau. Und danach? Da, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe gleich im Anschluss ein Probetraining, soweit mich alles, ich weiß nicht genau. Ja, aber wenn heute ein bisschen Platz ist, dann werde ich auf jeden Fall so ein paar Sachen putzen, die mir so aufgefallen sind über die letzten Tage, die ich gerne weghaben wollen würde. Das sind so Kleinigkeiten, irgendwo Fahrer und solche Geschichten. Ja, das will ich heute auf jeden Fall, so Kleinkram einfach erledigen. Ah, schauen wir mal.
Hi Daniel. Markus. Wie läuft das Training? Greift angefangen, also. Schauen wir mal. Was geht heute an? Beinchen, Kniebeugen, Beinpresse, Good Hand Raise, Beinbeugen und Baden. Quick and dirty. Yes. Ja, wir waren jetzt gerade schon fleißig und haben unser dreimal die Woche Meeting gemacht. Oh, ja, haben auch, nur eine Stunde, ja, klar. Haben auch schon, oh, jetzt wird es aber dunkel hier. Jetzt ist es wieder besser. Wir haben auch für Miss Regensburg einiges vorbereitet, weil wir da ja Sponsor sind dieses Jahr. Sehr coole Sache, das freue ich mich schon. Also wie das Ganze abläuft, wie es ankommt, wie sich die Mädels wohlfühlen bei uns, wie sie sich entwickeln in der eigentlich doch kurzen Zeit, aber wir holen auf jeden Fall das Maximale raus. Sind ja knapp nur 2,5 Wochen, fast 3. Schade, dass wir die auf jeden Fall fit machen. Trainingspläne haben wir in Europa nicht schon vorbereitet. Da haben wir auf jeden Fall drauf geachtet, dass gerade, ich nenne es jetzt mal, die wichtigen Muskeln und Problemzonen oft, dass die schon auf jeden Fall gut trainiert werden. Das heißt, Beine, Rücken vor allem, aufrechter Gang, sehr wichtig, Rumpfstabilität. Da den Trainingsplan dementsprechend entwickeln. Mal gucken, was die Mädels dazu sagen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mit denen mal durchgehen. Dazu auch ein Cardio-Programm, dass auch die Ausdauer da ist, weil sobald die Ausdauer an sich da ist, ist auch mehr Ausdauer hier oben drin. Also auch sehr wichtig für die Mädels, weil die müssen sich ja während den ganzen Shootings und an dem Abend selber viel konzentrieren. Und ja, dann haben wir die Mädels gleich fit. Für dich habe ich noch ein Zufallswort des Tages. Was sonst? Süßigkeiten. Lecker. Wenn ich an Süßigkeiten denke, denke ich gleich wieder an unsere geile Community hier, die uns eigentlich täglich fast mit Süßigkeiten, Brownies, Kuchen und sonstigen Sachen versorgt. Also gerade heute haben wir wieder 4 oder 5 Packungen erhalten. Also ist eh ein Wunder, dass wir nicht fett werden, Ruck und Rick. Also ist auf jeden Fall sehr cool. Also es fällt mir auf jeden Fall zu Süßigkeiten ein. Beste Tool ever. Ich liebe das. Stopp, richtig gesagt. Ich habe vorhin den Eingangsbereich gesagt und dann ist es mir eingefallen, wenn wir die Leiste machen, wenn du die Eingangstür aufmachst, unten an der Leiste, jede Menge Steinchen und so. Guck mal, das geht mit dem auch rein. Ja. Yes. Aber Leisten machen damit ein Kinderspiel. Zuschauer ein kurzes Feedback geben zu unserer Aktion gerade. Ja, wir sind mal hochgekommen zum Putzen. Scheiße, ja, Gewindestange zu klein und wir haben gemerkt, dass es echt verdammt schwierig ist, da hinzukommen, weil ja das fette Rohr da im Weg ist. Da müssen wir jetzt irgendwie schauen, wie wir das machen. Oder meinst du, dass du mit dem Leiter-Setup, wie wir es dann gehabt haben, das hinkommst? Nein. Also, selbst wenn ich ganz oben stehe, komme ich einfach mit den Armen nicht hin, weil es Rohr im Weg ist. Deswegen brauchen wir da ein Gerüst. Also wir haben hier noch eine Baustelle offen. Da hat es ja mal öfter mal reingetropft oben. Und da hängt das Dach jetzt gerade so ein bisschen schief noch. Und da wurde seitens des Vermieters uns zugesichert, dass das, wann wird es denn gemacht? Wenn das Wetter schön ist, oder? Ja, bald. Ja. Bald, möglichst. Wird halt auf jeden Fall übernommen und da muss auf jeden Fall ein Gerüst rein. Da wird es dann noch eine größere Ankündigung geben, weil das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Geräte wegmachen, damit wir eben dann hier das Gerüst hinkriegen. Wird wahrscheinlich so ein fahrbares Ding sein und dann können wir das halt darüber fahren und dann vielleicht in einem Aufwasch das gleich machen. Ja, ansonsten, es hängt ja. Also es sieht halt optisch komisch aus, aber es sollte schon halten. Ja.
10 Pull-Ups, 20 Push-Ups, 20 Kettlebell Swings, Dips und Barren, Goblet Squats, Kettlebell Swings, 30 Sekunden Boxen und 20 Sit-Ups. 3 bis 5 Durchgänge. Wie viel Dicey da ist. Wenn man das so will, gell? Wenn man das so will. Aber für einen Toughmann da glaube ich gar nicht schlecht zum Vorbereiten. Ja. Hat auf jeden Fall so Einkörpergewichtskomponenten mit drin, wo er dann selber so ein bisschen extra Tipps am Barren gemacht, dass er halt praktisch oben rauf geht, wo man sie mehr aufbaucht, um sich dann eben zum Beispiel so im letzten Ding nochmal hochzudrücken bei so Hindernissen. Ich glaube, das wird was.